Herzliches Hallo zu diesem ersten Webinar im Jahr 2014. Da wünsche ich Ihnen erstmal allen ein gutes Jahr 2014, gesundes und auch erfolgreiches Jahr. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die TNC 640 an. Neues Jahr, also schauen wir uns auch die neueste Steuerungsgeneration von Heidenhain an. Ich werde jetzt am Anfang eine Präsentation halten, einfach mal die ganzen Vorteile, neuen Funktionen vorstellen, was die TNC 640 überhaupt ist. Und anschließend wechseln wir dann auf den Programmierplatz und da werden wir dann einfach noch ein bisschen programmieren. So, als erstes starten wir mal mit dem Überblick über die Heidenhain-Steuerungen. Also 38 Jahre Heidenhain-Steuerungen. Es hat begonnen mit der TNC 110. Die sind dann immer weitergegangen. Eine noch sehr bekannte und sehr weit verbreitete Steuerung ist auch noch die TNC 155. Das merke ich auch selber noch, wenn ich in der NC-Helpline von Heidenhain arbeite, dass hier die TNC 155 auch draußen noch sehr stark vertreten ist. Dann die TNC 407, 426. Da geht dann der Schritt weiter bis zur ITNC 530 und dann auch mit dem neuen Softwarestand. Neu ist dann hier dieser Pfad losgegangen bei der TNC 320. Das war die erste NC-Kern-basierende Steuerung. Die wurde dann ausgebaut zur TNC 620 und nun die TNC 640. Diesen Schritt haben wir einfach gemacht, damit alle unsere Steuerungen auf einer gleichen Plattform laufen und wir somit einfacher Funktionen von einer Steuerung auf die andere Steuerung übertragen können. Das werden wir uns dann auch noch im Laufe der Präsentation mit anschauen, wie diese Übertragung denn sehr gut funktioniert hat. So, die TNC 640. Wir haben die TNC 640 auf der EMU 2011 als Fräs-Drehsteuerung vorgestellt. Sie kann natürlich nicht nur Fräs-Drehen, sondern sie ist auch unsere Frässteuerung. Das heißt, wir haben es jetzt auf der letzten EMU, EMU 2013, präsentiert als Frässteuerung. Die Vorteile sind die werkstattgerechte Programmierung. Natürlich programmieren wir hier immer noch mit unserem Klartext. Also die, ich nenne sie mal alten Klartextfunktionen, die Linie, Kreis und CC, es ist alles natürlich noch erhalten, die Syntax ist erhalten. Ich habe auch immer noch die Möglichkeit, Programme von einer TNC 155 zum Beispiel auf die 640 draufzuspielen und diese Programme ablaufen zu lassen. Also auch die Abwärtskompatibilität ist immer noch erhalten geblieben in der TNC 640. Natürlich besticht sie durch eine einfache Bedienung. Eine externe Programmerstellung wird unterstützt durch großen Speicher, durch schnelle Satzverarbeitungszeit, durch eine sehr gute Bewegungsführung. Außerdem ist sie universell einsetzbar für verschiedene Maschinentypen, Bauarten, was man hier benutzen kann. Außerdem haben wir natürlich im Lieferpaket umfangreiche Funktionen für Fräsdrehmaschinen, Universalfräsmaschinen, Hochgeschwindigkeitsfräsen, Bohrwerke. Außerdem auch für 5-Achs-Bearbeitungen, entweder mit Schwenkkopf oder Rundtisch und Bearbeitungszentren und automatisierte Bearbeitung. Also auch hier bietet die Steuerung sehr viel Potenzial und wir schauen uns jetzt die neuen Funktionen der TNC 640 an. Als erstes haben wir die funktionale Benutzeroberfläche. Hier haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen und haben die Go-To-Funktion, die von der ITNC schon bekannt ist, ein bisschen erweitert. Und zwar, wenn wir in einen Zyklus aufrufen möchten über CycleDev, dann sind wir es ja gewohnt, dass ich über die Go-To-Taste schnell die Nummer des Zykluses eingeben kann. Das wurde jetzt auf der 640 erweitert mit dem Smart Select. Und zwar kann ich hergehen und einfach wie gewohnt über GoTo meinen Zyklusnummer eingeben. Die Steuerung springt mir automatisch auf den Zyklusbaum, auf den entsprechenden Zyklusbaum hin, auf den Ast, wo dieser Zyklus liegt und öffnet mir auch gleichzeitig die Online-Hilfe. Dadurch kann ich mich auch nochmal kurz über den Zyklus informieren. Ah, was habe ich denn für Parameter? Was kann ich denn eingeben? Was kann ich hier denn alles verwenden? Eine weitere Vorteil oder Funktion, die man gleich sieht, wenn man die TNC 640 sich anschaut, ist das Programm-Highlighting.
Also der Editor, der NC-Editor, wurde ein bisschen strukturierter. Wir haben hier einfach versucht, mit Farbe den Bediener dabei zu unterstützen, das Programm schneller lesen zu können. Und zwar haben wir einfach Namen im Programm, wie wir hier zum Beispiel sehen, dieses Label Reset hier, das ist rot markiert. Eingabewerte in Zyklen, wie zum Beispiel bei der Nullpunktverschiebung hier in der Zeile 12 bis 15, die werden dann blau markiert. Kommentare in Zyklen sind grün markiert. Wir haben auch einen Scrollbalken auf der rechten Seite. Dieser ist dazu da, damit ich schnell in meinem Programm mich hin und her bewegen kann. Oder auch während der Bearbeitung zum Beispiel weiß, okay, wie lange läuft denn das Programm noch, weil auch hier läuft der Scrollbalken immer mit. Ein weiteres Highlight ist die 3D-Simulationsgrafik. Mit dieser Simulationsgrafik sind wir jetzt imstande, wirklich aufwendige NC-Programme, sei es CAD-CAM-Programme, sei es Programme mit Plane-Funktionen, also 3 plus 2-achsige Bearbeitungen zu simulieren. Es spielt jetzt hier auch keine Rolle mehr, wie groß das Werkzeug ist oder mit welchen Funktionen das ich schwenke. Ich habe immer eine sehr schnelle, detailreiche und wirklich durch das ganze Werkstück passende Grafik. Also ich kann auch zum Beispiel durchgehende Bohrungen simulieren lassen. Das kann ich mir alles anschauen. Habe das Ganze immer sauber strukturiert in meiner Grafik. Wichtig hier, ich kann Werkzeuge farblich zuordnen lassen, also einfach nur durch die Möglichkeit, dass ich von grau auf farbig umschalte. Das schauen wir uns dann noch an und dann bekommt jedes Werkzeug eine eigene Farbe. Das kann ich dann nutzen, wenn ich zum Beispiel beim Schlichten sehe, dass eine Marke in meiner Grafik ist, in meinem Bauteil ist. Dann kann ich sagen, okay, diese Marke, ich schaue mal kurz auf die Werkzeugfarben, aha, die ist nicht blau wie das Schlichtwerkzeug, sondern sie ist zum Beispiel gelb hinterlegt. Aha, das war das Schrubbwerkzeug, wo hier noch ein Fehler drin ist. Der Anwender kann auch entscheiden, wie detailreich das die Grafik ist. Es ist natürlich, umso eine detailliertere Grafik, dass ich habe, umso länger benötigt die Steuerung auch zum Rechnen, weil ich natürlich viel mehr Details in meiner Grafik sehen möchte. Und das kann ich einfach über eine Einstellungsmöglichkeit entscheiden. Genauso ist es natürlich, da ich 640 eine Fräs-Drehsteuerung ist, kann ich Fräs- und Drehoperationen simulieren. Also ohne irgendwie umschalten zu müssen, ich kann einfach hergehen und kann in einer Grafik meine Fräs- und Drehbearbeitungen simulieren. Die Simulationsgeschwindigkeit kann ich über einen Schalter regeln. Dafür sehen wir hier unten bei den Softkeys einen Potty. Und mit diesem Potty, sobald die Grafik läuft, geht der auf und ich kann entweder wählen zwischen 1 zu 1 Geschwindigkeit, schnellere Geschwindigkeit, langsamere Geschwindigkeit oder maximale Geschwindigkeit. Ich kann mir, wie wir hier in der Grafik sehen, die Werkzeugwege anzeigen lassen. Also hier einmal in der Mitte die Fräswege und einmal an der Seite sehen wir hier die Drehwege. Wenn ich möchte, kann ich mir das Werkstück transparent anzeigen lassen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich durchgehende Bohrungen habe, damit ich sehen kann, okay, passt auch im Teil alles, so wie ich das Ganze programmiert gehabt habe. Dann die Spitzenwinkel und Eckenradien werden angezeigt. Das war ja immer das, ja, ein NC-Engrater in der Grafik anzeigen lassen. Geht jetzt auch, also einfach über die Eingabe in T-Angle. Wenn ich zum Beispiel 90 Grad eingebe, dann habe ich einen NC-Anbohrer oder NC-Engrater. Oder ich kann zum Beispiel auch über 118 Grad einen Bohrer eingeben. Und das wird alles in der Grafik simuliert. Genau, hier sehen wir noch ein weiteres Bild, die ganzen hier unten auch die Simulationsgeschwindigkeit, wie ich das Ganze regeln kann. Hier sehen wir jetzt die Simulationsparameter. Also wenn ich einfach im Programm Test auf Mode gehe, dann habe ich eine Einstellmöglichkeit Grafikeinstellungen. Und da kann ich jetzt einmal wählen zwischen Modelltyp. Da kann ich sagen, ich habe kein Modell, wenn ich einfach nur das Programm schnell auf Fehlermeldungen testen will, dann kann ich hier einfach hergehen und sagen, kein Modell. Und dann läuft das Ganze einfach ohne Modellabtrag durch. Das ist natürlich die schnellste Möglichkeit, wie ich das Ganze durchrechnen lassen kann. Ich kann aber auch sagen, Modelltyp 3D.
dann wird mein Modell als 3D-Modell angezeigt und ich kann dann über die Modellqualität auswählen, ob ich eine niedrige Modellauflösung haben möchte, dafür aber eine schnellere Rechenzeit bekomme. Oder ich kann sagen, ich möchte eine sehr hochauflösende, detailgetreue Modellauflösung haben. Dadurch beträgt aber die Simulation auch ein bisschen länger. Was man hier natürlich bei der sehr hohen Einstellung den Vorteil hat, dass ich wirklich auch Bearbeitungsspuren sehe, die ich auch auf meinem Werkstück wiederfinde. Also ich kann hier schon, wenn jetzt irgendwo die Ausgabe vom Postprozessor nicht gepasst hat, dann sehe ich hier, wenn irgendwo das Werkzeug Marken verursacht, dann sehe ich das bereits in der Grafik und kann dann darauf reagieren und habe keinen Schaden an meinem Werkstück. Weitere neue Funktion ist die Rohteildefinition. Es war ja auch immer die Frage, ja, rundes Rohteil, wann kann man das machen? Wir haben es jetzt bei der 640 mit installiert. Also ich kann wählen zwischen einem rechteckigen Rohteil, zwischen einem zylindrischen Rohteil und einem rotationssymmetrischen Rohteil. Das rechteckige Rohteil kennen wir ja mit Minimalpunkt und Maximalpunkt. Das zylindrische Rohteil, da kann ich einfach anwählen, okay, Block vom Zylinder, einen Außenradius und eine Länge und eine Distanz. Somit kann ich mein rundes Rohteil definieren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, noch einen Innenradius einzugeben. Somit kann ich auch zum Beispiel ein Rohr definieren. Und Vorteil von der rotationssymmetrischen Blockform, ich kann hergehen, kann sagen, okay, Blockform Rotation, die Ausgabe ist über den Radius hier gemacht und diese Beschreibung von meinem Rohteil ist dann in einem Unterprogramm, in einem Label abgespeichert. Und somit kann ich eine beliebige rotationssymmetrische Blockform hinterlegen und diese dann einfach mir anzeigen lassen. So, wenn wir im der Programmierung sind, ist es oft der Fall, dass ich für mein Werkzeug die Drehzahl und den richtigen Vorschub berechnen muss. Aus unseren Schnittdatenhandbüchern von den Werkzeugherstellern bekommen wir immer die konstante Schnittgeschwindigkeit. Damit ich da nicht selber rumrechnen muss, bietet die TNC 640 einen Schnittdatenrechner. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tool-Call-Satz bin und ich stehe auf dem Eingabefenster S für Spindel, kann ich über einen Softkey den Schnittdatenrechner öffnen. Ich kann mir dann den Werkzeugradius übernehmen aus meiner Werkzeugtabelle, kann eine Schnittgeschwindigkeit eingeben, die Steuerung berechnet dann automatisch meine passende Spindeldrehzahl und die kann ich dann einfach über den Softkey 1 in meinem Programm übernehmen. Und so spare ich mir Rechenarbeit. Das Ganze funktioniert auch mit dem Vorstub. Hier ist es wichtig, er merkt sich die vorher berechnete Drehzahl. Ich kann dann entweder sagen, ich möchte die Anzahl der Zähne aus meiner Werkzeugtabelle übernehmen, definiere einen Vorschub pro Zahn oder Vorschub pro Drehung, kann ich auch machen. Und die Steuerung berechnet mir dann je nachdem den Vorschub, den ich benötige. Sehen wir hier und das Ganze kann ich dann ins Programm übernehmen. Das geht jetzt natürlich nicht nur beim Tool-Call-Satz. Den Vorschub kann ich bei jeder Möglichkeit verwenden, wo ich einen Vorschub eingebe. Also sei es in einem Linearsatz, sei es in einem Zyklus, überall kann ich diesen Vorschub mir berechnen lassen. Auch sehr komfortabel ist der Taschenrechner geworden. Taschenrechner kann ich aufrufen, indem ich einfach die Kalk-Taste auf meiner Tastatur drücke. Der Taschenrechner öffnet sich und früher musste ich das immer über einen Shortcut, also über eine Tastenkombination bearbeiten. Also ich musste meine Rechenoperationen über Tastenkombination machen. Bei der 640 ist es jetzt so, dass wir das Ganze über Softkeys verwenden können. Ich kann die Ansicht von meinem Taschenrechner umschalten zwischen Formeleditor und wissenschaftlich. Ich kann zwischen Millimeter und Inch umschalten. Ich kann mir
Dezimal und Hex umrechnen lassen. Also da hat man jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu übernehmen oder zu berechnen. Und ich habe natürlich immer noch die Möglichkeit, meinen berechneten Wert sofort ins Programm einfügen zu lassen. So, für den Anwender auch immer wieder die Frage, Absatzfräsen, Planfräsen, was kann man machen? Hier gibt es jetzt einen neuen Planfräszyklus, und zwar den Zyklus 233. Neu bei dem Planfräszyklus ist, ich habe einen Bearbeitungsumfang, Schruppen und Schlichten. Also ich kann mit dem Zyklus schruppen und anschließend noch schlichten, oder ich kann mit einem Werkzeug erst schruppen und dann schlichten, wie ich möchte. Ich habe eine zusätzliche Frässtrategie dazu bekommen, oder zwei zusätzliche Strategien. Die eine ist die spiralförmige Strategie von außen nach innen, die andere schauen wir uns dann noch am Programmierplatz an. Was auch immer wieder die Anforderung ist, fräsen, also die Fräsrichtung festlegen, gegen die feste Backe zum Beispiel. Das kann ich jetzt ganz normal auswählen, über Fräsrichtung wählbar, entweder parallel zur X- oder parallel zur Y-Achse. Da glaube ich noch eine Änderung zum bestehenden Planfräszyklus. Ich gebe die Seitenlänge nun inkremental von einem Startpunkt an. Also ich habe nicht mehr so viele Eingabeparameter im Zyklus. Und ich kann Begrenzungen einfügen. Die schauen wir uns dann auch auf dem Programmierplatz an. Wir sehen es jetzt hier, dieser gelbe Absatz hier. Das wurde mit einer Begrenzung gemacht. Und zwar habe ich ihm einfach nur gesagt, okay, ich habe hier eine Länge in X und ich möchte hier eine Begrenzung haben. Begrenzung sagt der Steuerung, dass sie hier nicht mit dem Werkzeug Radius überlappen darf, sondern einfach an dieser Kante mit Werkzeugkorrektur vorbeifahren muss. Und dadurch bekomme ich einen maßhaltigen Absatz. Erweiterung in die Bohrzyklen. Und zwar kann ich jetzt im Bohrzyklus wählen über den Parameter Q395 Bezug Tiefe, ob sich meine programmierte Tiefe auf die Spitze des Werkzeuges oder auf den Schaft des Werkzeuges bezieht. Da kann er dann über den T-Angle, also über die Eintrag T-Angle in der Werkzeugtabelle, kann die Steuerung das Ganze dann mit verrechnen. Eine weitere Funktion für den Endanwender ist die Möglichkeit, unsere AFC-Funktion zu programmieren. Das musste ja früher über den Maschinenhersteller mit angepasst werden. Und da haben wir jetzt einfach eine Heidenhain-eigene Funktion eingebaut. Und zwar unter den Special Functions, unter den Programmfunktionen gibt es die Funktion AFC. Da kann ich ihm jetzt sagen, okay, bevor meiner Bearbeitung, Function AFC Cut Begin, also beginne zu lernen. Ich kann diesen Lernschnitt über eine Zeit machen, über eine Distanz, oder ich kann auch eine Referenzleistung der Spindel vorgeben. Das heißt dann, wenn ich ihm sage, über eine gewisse Zeit, dann fräst er mir zum Beispiel 10 Sekunden und nach diesen 10 Sekunden wechselt er ins Regeln. Ich kann ihm aber auch dieses Wechseln in den Regelbetrieb selber sagen, also wenn ich weiß, okay, ich fräse jetzt hier 4 Bahnen durch mein Werkstück, und nach diesen 4 Bahnen soll er einfach ins Regeln umschalten. Dann kann ich einfach programmieren die Funktion Function AFC Cut Control, CTRL, und er schaltet mir automatisch in den Regelmodus um. Wenn ich dann mit meiner Bearbeitung fertig bin, beende ich den Cut einfach mit Function AFC Cut End. Und somit kann ich alle Funktionen vom AFC sauber im Programm programmieren und bin dadurch auch unabhängig zwischen verschiedenen Maschinen. Weil diese Funktion ist dann auf jeder Maschine gleich, die eine 640er Steuerung hat. Auch die frei definierbaren Tabellen sind natürlich mit dabei bei der 640. Hier haben wir einen neuen übersichtlichen Editor. Also wir sehen hier, wenn ich das Format anpassen möchte, bekomme ich hier ein Fenster geöffnet mit den verfügbaren Spalten. Ich kann Namen editieren, die Spaltentyp editieren. Kann hier unten auch meine ganzen Kommentare noch dazu sauber verwalten. Und das ist jetzt einfach übersichtlich in einem Fenster mit zusammengebracht. Und ich kann auch hier verschieben, also ich habe auch die Möglichkeit, Spalten zu verschieben, also irgendwo ausschneiden und wieder woanders einzulesen. Die Vorlagen, ich kann auch hergehen und kann mir Vorlagen für frei definierbare Tabellen erstellen, die werden jetzt nicht mehr auf der PLC abgespeichert, sondern auf der TNC, und zwar in dem Ordner System Proto.
Da werden jetzt alle Vorlagen abgespeichert und ich kann dann darauf zugreifen und einfach hier meine Vorlagen weiterverwenden. Das Öffnen, Lesen und Schreiben funktioniert wie bei der ITNC 530 auch über die FN 26, 27, 28 Funktion und da kann ich mir dann Werte entweder in die Tabelle reinschreiben oder herauslesen. Wenn ich da noch ein bisschen weiterarbeiten möchte, dann habe ich auch natürlich noch die SQL-Tabellen zur Verfügung, die ich dann eben noch mehr Möglichkeiten habe, wo ich dann hier auch die anspruchsvolleren Aufgaben damit lösen kann. Wer viel mit Q-Parametern arbeitet, ist oft auf der Suche nach den aktuellen Werten der Q-Parameter. Dazu kann man ja einfach über die Taste Q im Nummernblock auf die Q-Parameterliste springen und kann sich hier dann die Q-Parameter anschauen. Bei der TNC 640 gibt es jetzt ein zusätzliches Fenster im Status und in diesem Fenster kann ich mir meine Q-Parameter anzeigen lassen. Und zwar muss ich als erstes mal definieren, welche Q-Parameter, dass ich denn gerne sehen möchte. Dazu gibt es einen Softkey Q-Parameter-Liste. In dieser Liste kann ich jetzt konfigurieren, okay, ich möchte von den Q-Parametern den Parameter 1 bis 12 sehen, von den QL, den lokalen Parametern, die Parameter 5, 8 und 10 und bei den QS, bei den String-Parametern, die Parameter 5 bis 7, 9 und 25. Und das sehe ich dann hier in meinem Fenster von den normalen Q-Parametern 1 bis 12, QL 5, 8 und 10 und bei den String-Parametern 5, 6, 7 und die 9. So, wo sich sehr viel getan hat und was man dann erstmal ein bisschen schaut, wenn man die neuen Antastfunktionen sieht, sind im manuellen Betrieb die Antastfunktionen. Und zwar haben wir hier ein bisschen zusammengeräumt und wir haben einfach jetzt noch 5 Gruppen von Antastfunktionen. Und zwar Antastenrot, Antastenposition, Antastenbezugspunktecke, Antastenkreismittelpunkt und Antastenmittellinie. Auf der zweiten Softkey-Ebene haben wir dann noch die Tastsystem kalibrieren untergebracht. So, was hat sich denn getan? Und zwar Antastenrot. Bei Antastenrot ist jetzt alles zusammengekommen, was Antasten und Ausrichten von meinem Bauteil betrifft. Also, wenn wir mal einen kurzen Vergleich zur ITNC machen, bei der ITNC hatte ich eine Grunddrehung. Dann hatte ich eine Grunddrehung über 2 Bohrungen, Grunddrehung über 2 Zapfen. Dann hatte ich Grunddrehung über Mittelpunkt und eine Bohrung. Und ich konnte auch noch meinen Tisch antasten und den Tisch, also mein Werkstück antasten und den Winkel, wo das Werkstück schief liegt, einfach über eine Tischdrehung ausgleichen. Das Ganze ist jetzt in den Antasten-Rot-Softkey reingekommen. Also ich beginne am Anfang einfach mit Antasten. Und hier habe ich Möglichkeiten. Ich kann entweder 2 Messpunkte antasten, ich kann 2 Zapfen antasten, ich kann 2 Bohrungen antasten, ich kann auch die Kombination aus einem Zapfen und einer Bohrung machen oder auch einen Messpunkt und eine Bohrung und einen Zapfen. Also ich habe hier alle Möglichkeiten offen, um einen Winkel anzutasten. Wenn ich dann 2 Messpunkte gehabt habe, also 2 Messpunkte oder 2 Zapfen oder 2 Bohrungen, wenn ich das getastet habe, dann kann ich das Ergebnis weiterverwenden und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze entweder als Grunddrehung zu speichern. Grunddrehung heißt, dass das Koordinatensystem softwaretechnisch gedreht wird. Der Tisch macht dabei keine Bewegung, wird aber auch die Grunddrehung natürlich beim Schwenken und bei den Bearbeitungen mit beachtet. Oder ich mache das Ganze als Tischdrehung. Also wenn ich eine C-Achse im Tisch zur Verfügung habe, dann kann ich auch mein Bauteil über die C-Achse gerade hindrehen lassen und kann mir das dann auch über die Tischdrehung abnullen lassen. Und dann kann ich auch wieder ganz normal weiterarbeiten. Ein weiterer Vorteil, ich kann das Ganze auch mit angestellten Achsen machen. Man kennt es ja, man hat ein Werkstück auf der Maschine, das kann ich mit dem dreiachsigen oder in der ungeschwenkten Stellung nicht antasten. Da musste man früher einschwenken und dann über einen Antastzyklus das Ganze machen. Wir können jetzt hier mit der 640 einfach hergehen
unser Werkstück, unser Werkzeug oder das Werkstück anstellen und können dann einfach im angestellten Zustand mit angestellten Achsen ohne Schwenken aktiv das Ganze vermessen und ausrichten lassen. Deswegen haben wir hier vorne auch gesehen, die beiden Achsen hier Z plus und Z minus, die sind eben genau für diese Tischausrichtung mit angestellten Achsen gedacht. Antasten CC, Kreismittelpunkt. Hier habe ich eben die Möglichkeit, ich kann einen Vollkreis antasten, ich kann einen Teilkreis antasten, maximal 8 Antastpunkte sind möglich. Und wenn wir hier mal schauen, diese Maske auf der rechten Seite, das ist so ein halbautomatischer Messzyklus. Also ich gebe ihm einfach, ich positioniere mein Werkzeug manuell vor, dann gebe ich an, der Bohrungsdurchmesser von meinem Kreis, dann den Sicherheitsabstand, inkrementale Höhe und den Startwinkel, Anzahl der Antastpunkte und Öffnungswinkel. Also ich habe jetzt hier Startwinkel 0, Anzahl der Antastpunkte 4 und Öffnungswinkel 360 Grad. Also er misst hier einen Vollkreis mit 4 Messpunkten. Was ich jetzt natürlich hier hergehen könnte und sagen, Öffnungswinkel 180 Grad, dann würde er auf 180 Grad, also auf dem Halbkreis, 4 Antastungen machen. Hier habe ich eben den Vorteil, dass ich selber nicht mehr vorpositionieren muss. Also ich muss nur den ersten Messpunkt anfahren, dann kann ich NC Start drücken und die Steuerung vermisst automatisch den kompletten Kreis oder auch Zapfen. Also diese Eingabemöglichkeit habe ich natürlich auch beim Zapfenmessen. Und daher hat man schon, beim Zapfen musste man da schon mit dem früheren CC immer sehr viel hin und her positionieren. Das hat jetzt schon einen Vorteil, dass ich hier eine automatische Positionierung habe. Auch beim Kalibrieren, da haben wir jetzt im manuellen Betrieb, das haben wir jetzt ein bisschen auf die zweite Softkey-Ebene versteckt, weil ich kenne es selber von meinen Kursen, wenn man den Teilnehmern gesagt hat, okay, bitte Z- antasten, die sind auf die Antastfunktionen gegangen und haben das erste Symbol gedrückt, wo das Tastsystem in Richtung Werkstückoberfläche fährt und das war halt immer Länge kalibriert. Um das zu vermeiden, haben wir jetzt das einfach auf die zweite Softkey-Ebene gepackt und wir haben noch ein paar Funktionen hinzugepackt. Und zwar Länge kalibrieren und Radius kalibrieren mit einer Tasche. Das hat es ja schon gegeben. Was jetzt neu ist, ist Radius kalibrieren am Zapfen. Also wenn ich jetzt in meiner Maschine irgendwo standardmäßig eh schon einen Zapfen habe, wo ich den Radius weiß, dann kann ich den auch fürs Kalibrieren verwenden. Und ich kann auch hier im manuellen Betrieb Radius und Länge mit Hilfe von der Kalibrierkugel kalibrieren. Das ist auch, wenn ich fürs Kinematics Op meine Kalibrierkugel bereits in der Maschine habe, dann kann ich das Ganze hier einfach mit verwenden, um mein Tastsystem zu kalibrieren. Das Ganze gibt es natürlich auch für die automatischen Messzyklen. Also hier haben wir komplett 4 neue automatische Messzyklen fürs Kalibrieren bekommen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Möglichkeit zu drehen auf der Fräsmaschine. Da bietet die 640 eben viele Funktionen, wie ein Umschalten zwischen Fräs- und Drehbetrieb. Dann eine konstante Schnittgeschwindigkeit mit maximaler Spindeldrehzahl. Dann haben wir einen Zyklus 800. Über den Zyklus 800 kann ich meine Koordinatensystem fürs Drehen anpassen. Also ich kann den Präzisionswinkel einstellen. Mit dem kann ich sagen, ob ich parallel zur X-Plus-Achse oder zur Y-Plus-Achse zum Beispiel drehen möchte. Oder einen beliebigen Winkel hier einfach eingeben. Ich kann meine Werkzeuge umkehren. Also einfach durchs Programmieren von 0 auf 1 kann ich für aus meinem Außendrehwerkzeug ein Innendrehwerkzeug machen, ohne irgendetwas in der Werkzeugtabelle anpassen zu müssen. Genauso auch angestellte Bearbeitung, also ich definiere einfach einen Parameter und die Steuerung, oder nicht einen Parameter, einen Anstellwinkel und die Steuerung schwenkt mir das Ganze automatisch ein. Auch Exzenter drehen, also wenn die Mitte von meiner Drehkontur nicht Mitte von meiner Arbeitsspindel ist, also von meiner Tischspindel zum Beispiel, dann nennt man das Exzenter drehen und ich kann es auch sehr sauber programmieren und die Steuerung macht die Ausgleichsbewegungen. So, wichtig auch beim Drehen ist die Rohteilnachführung bei Drehbearbeitungen.
Rohteilnachführung heißt, ich gebe der Steuerung die Information, wie mein Rohteil aussieht. Das programmiere ich in einem Label zum Beispiel oder in einem Programm. Anschließend programmiere ich meine Fertigteilkontur. Und nun weiß die Steuerung, okay, von diesem Rohteil kann ich runterarbeiten. Wenn ich allerdings irgendwo nicht hinkomme, aufgrund der Schneidengeometrie von meinem Werkzeug, dann merke ich mir das einfach, dass ich hier nicht weiter bearbeiten konnte. Und ich kann einfach über die Rohteilnachführung das Ganze noch mit einem anderen Werkzeug nachbearbeiten lassen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich mit ein Werkstück mit Hinterschnitten bearbeiten muss. Es ist auch wichtig für die Vermeidung von Luftschnitten. Ich müsste dann ohne die Rohteilnachführung schon sehr mit den Zyklen tricksen. Und wo es auch noch gut ist, ist, dass die ganzen An- und Abfahrbewegungen auf die aktuelle Situation angepasst werden. Wir sehen jetzt hier oben einmal den Schrupper. Der hat eben seine Bahnen hier runtergezogen, soweit wie er reingekommen ist. In diesem gelben Bereich hier kommt er aufgrund seiner Schneidengeometrie nicht rein. Das kann ich jetzt zum Beispiel mit einem Stechdrehmeißel wieder entfernen. Wichtig ist natürlich, wir sind von Heidenheim gewöhnt, wir haben Zyklen zum Programmieren, Bearbeitungszyklen. Und das ist natürlich auch beim Drehen genauso. Und zwar haben wir hier Drehzyklen zum Längsdrehen, Plandrehen, Stechdrehen, Stechen und Gewindedrehen. Das sind jetzt natürlich, die haben wir nicht einfach nur irgendwo neu hergeholt und gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze machen können. Hier haben wir uns die Drehsteuerung zur Hilfe genommen und haben die technologisch ausgereiften Zyklen aus unserer CNC Pilot 640 genommen. Wichtig, die Zyklen kann ich mit meinen angestellten Werkzeugen auch ganz normal benutzen. Also auch wenn ich mit angestellten Werkzeugen arbeite, kann ich den mit Zyklen auch programmieren. Und die Zyklen beachten die Schneidengeometrie von meinem Werkzeug und verhindern dadurch eine Konturbeschädigung. Ich habe mal an einem Beispiel so den Aufbau der Zyklen erklärt, und zwar sind die bei uns nach der Komplexität gestaffelt. Ich habe einfache Drehzyklen, wie zum Beispiel den 811er und 812er, der ist halt für Absätze geeignet. Ganz einfache Absätze, wo ich mit wenigen Parametern schnell zum Ergebnis komme. 813 und 14 ist das gleiche, wenn ich zum Beispiel eine Kontur habe, wo ich eintauchen muss. Ich kann aber auch eine Kontur hinterlegen, die ich dann bearbeiten will. Das geht dann mit den Zyklen 810 und 815. Also entweder längs- oder konturparallel kann ich das Ganze verwenden. Hier ist eben wichtig, wenn ich mit der Rohteilnachführung arbeite, dann muss ich auch diese Drehkonturzyklen verwenden. Also entweder 810 oder 815. So, wir sehen jetzt hier mal ein Beispiel von Konturzyklen und Rohteilnachführung. Und zwar haben wir jetzt hier diese Außenkontur bearbeitet mit einem Schrubmeißel. Man sieht die Platte noch dastehen. So, jetzt bekomme ich von der Steuerung eine Fehlermeldung, dass aufgrund der Schneidengeometrie des Werkzeuges Restmaterial stehen bleibt. Also die Steuerung informiert mich, dass sie mit dieser Anstellung, mit diesem Werkzeug nicht alles bearbeiten kann. So, was machen wir? Wir verändern einfach den Anstellwinkel. Das sehen wir hier im Satz 33. Also einfach über linear A 20 Grad verändere ich den Anstellwinkel. Dadurch verändert sich die Schneidengeometrie bei meinem Werkzeug. Und ich rufe einfach wieder den Zyklus mit M99 auf. Da sehen wir hier noch, wo das Restmaterial stehen bleibt. So, und mit der neuen Anstellung habe ich jetzt meine komplettes Teil fertig bearbeitet. Also ohne, dass ich ein neues Werkzeug einwechseln musste, sondern einfach nur über Änderung der Anstellung, und die Steuerung weiß über die Rohteilnachführung, wo sie noch Material wegbearbeiten muss. Das war eben genau hier unten in diesem Bereich. Genau, hier sehen wir kurz eine Simultandrehbearbeitung. Simultandrehbearbeitung ist auch sehr einfach auf der Heidenheim-Steuerung auf der 640 zu programmieren. Und zwar verwenden wir hier einfach unsere Funktion M128 oder TCPM. Und dann kann ich einfach während dem Programm, während ich programmiere, mit einem Linearsatz die Anstellung meiner zum Beispiel hier B-Achse verändern. Hat den Vorteil, dass ich dieses Bauteil hier in einem Zug bearbeiten kann. Und ich nicht mit mehreren Anstellungen arbeiten muss, sondern ich kann das Ganze in einem Schnitt durchbearbeiten.
Weitere Möglichkeit oder Erweiterung, wo wir uns auch schon auf der ITNC von der HSCI-Steuerung kennen, ist der DXF-Konverter im neuen Design. Und zwar kann ich den DXF-Konverter beim Drehen zum Beispiel nutzen, um meine Rohteile zu übernehmen, um meine Fertigteile zur Fertigteilkontur zu übernehmen und spare mir so sehr viel Programmieraufwand. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt einmal den DXF-Konverter verwendet, um meine Rohteilkontur zu erstellen. Habe ich einfach hier meine Zeichnung verwendet und bekomme das Ganze hier unten als Rohteil dargestellt. Und ich habe meinen DXF-Konverter für meine Fertigteilkontur verwendet und wir sehen es unten, wie schnell das es dann geht, dass ich zu meinem Fertigteil komme. Also da muss ich einfach nur noch meine Werkzeuge dazu einfügen, sei es ein Schrubbmeißel, sei es ein Stechdrehmeißel und das Ganze kann ich dann mit einer Kontur bearbeiten über die Rohteilaufführung. So, Heidenheim ist ja bekannt für seine Bewegungsführung. Wir sind sehr stark im Modell- und Formenbau vertreten und da gibt es halt auch immer wieder die Anforderung, wenn ich Bahnen hin und her fahre, dass ich hier ein unterschiedliches Verhalten zwischen den Bahnen habe. Und zwar sieht man das hier an diesen kleinen Übergängen, an diesen Radien hier. Man sieht hier diese kleinen Einschläge hier. Die sind hier unten komplett verschwunden. Woher kommen diese Einschläge? Diese Einschläge kommen von schlechter Punktdichte von benachbarten Bereichen. Also wenn ich in benachbarten Bereichen Punkte habe, die nicht zu anderen Punkten zusammenpassen, dann bekomme ich eine schlechte Auflösung von der Punktdichte hier. Und dadurch bekomme ich diese Einschläge hier, weil die Steuerung will natürlich jeden Punkt fahren, den sie vorgegeben bekommt und dadurch gibt es dann hier diese unsaubere Oberfläche. Es gibt von Heidenheim die Funktion ADP. Das ist keine Option, das ist eine Standardfunktion auf der TNC 640 mit der Software 4 und hier wird die Berechnung der optimalen Geschwindigkeit verbessert und die Steuerung rechnet auch die Kontur sauberer nach. Dadurch bekomme ich höhere Bahngeschwindigkeit und kürzere Bearbeitungszeit und, was sehr wichtig ist, dann dabei auch noch eine bessere Oberflächenqualität. So, das war mal soweit der erste Teil, die Vorstellung der TNC 640. Wenn es bis jetzt schon mal Fragen gibt, dann einfach bitte kurz ins Fragenfenster mit eintragen und ich werde dann hier noch mit drauf eingehen. Okay, soweit waren jetzt keine Fragen mit dabei. Auch kein Problem. Dann wechseln wir auf den Programmierplatz. Entschuldigung, Herr Wiebel, wenn ich mich kurz dazwischen schalte. Okay, mal Programmierplatz. Ja. Der Herr Peter Lüttich hatte gerade noch eine Frage gestellt, ob eine Drehzahlbegrenzung möglich ist im Drehbetrieb. Ah, genau, okay. Jupp, sehe ich schon die Frage. Okay, dann gehe ich da kurz noch. Genau. Herr Lüttich, ja, eine Drehzahlbegrenzung ist möglich. Und zwar kann ich die Drehzahlbegrenzung über die Function Turn Data Spin, also über die Angabe von meiner konstanten Schnittgeschwindigkeit. Und da kann ich einfach noch einen Parameter eingeben, S-Max, und damit kann ich die Drehzahl auf eine gewisse Drehzahl begrenzen. Okay? Wie bindet man den ADP-Zyklus ein? Wie sieht er genau aus? Also ADP ist kein Zyklus. ADP ist lediglich eine Funktion. Das heißt, diese Funktion kann ich einfach über die Parameter freischalten und sobald sie freigeschaltet ist, wirkt sie. Also es ist kein Zyklus, ich muss am Programm nichts verändern, sondern es ist einfach nur in die Parameter reingehen, freischalten und oder einfach nur einschalten und damit arbeiten.
Okay. So, genau, dann gehen wir mal auf den Programmierplatz und gehen hier gleich mal ins Programm oder bleiben wir nochmal gleich hier im manuellen Betrieb. So, hier sehen wir jetzt die unter den Antastfunktionen eben die neuen Antastfunktionen, Antasten Rot, Position, Bezugspunkt Ecke, Antasten CC und auch hier die Tastsystemtabelle. Also das ist auch, die Tastsysteme werden hier in einer Tabelle verwaltet. Hier sind einfach alle zugehörigen Informationen zum Tastsystem hinterlegt. Also auch zum Beispiel der Antastvorschub. Also dazu muss ich jetzt nicht mehr in die Parameter reingehen. Hat auch den Vorteil, dass ich Tastsysteme mit unterschiedlichen Genauigkeiten im Vorschub hinterlegen kann. Also wenn ich sage, okay, sehr geringer Vorschub oder sehr schneller Vorschub oder Vorschub im das Tastsystem im Eilgangverfahren, das kann ich alles hier über die Tastsystem Tabelle machen. Hier kann ich eben verschiedene Tastsysteme hinterlegen. Welche Einstellung mein Tastsystem dann verwendet, entscheide ich in der Werkzeugtabelle. So, wir kommen mal ins Programm Einspeichern, Editieren, gehen ins Programmmanagement und hier erstelle ich jetzt einfach mal ein neues Programm. Webinar.h. So, das Ganze in Millimeter. Und jetzt sehen wir hier unten schon unsere neuen Rohteile. Also mein kubisches Rohteil, mein zylindrisches Rohteil oder rotationssymmetrisches Rohteil. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal ein zylindrisches Rohteil machen. Die Rotationsachse ist Z, der Radius ist 50 und die Länge ist 100. Die Länge ist von meinem Z0 aus gesehen, geht die Länge ins Minus. Die Distanz geht von Z0 aus gesehen ins Plus hoch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teil definiere, Länge 100, Distanz 100, dann ist das Teil 200 mm lang und der Nullpunkt im Z ist in der Mitte vom Bauteil. Lass die Distanz mal auf 0. Könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen Innenradius angeben von 20. So, das Ganze kann man uns dann hier kurz in unserem Programmtest anschauen. Also hier sehe ich das kurze Rohr und das kann ich dann wieder weiterverwenden. Jetzt möchte ich an dieses Rohr einen Absatz ranfräsen. Dafür verwenden wir unseren neuen Planfräszyklus. Ich hole mir das Werkzeug 8. Kann hier jetzt natürlich für die Spindel Drehzahl unseren Schnittdatenrechner verwenden. Dazu sage ich mit dem Softkey 2 Werkzeugradius übernehmen. Dann übernimmt er den automatisch aus der Werkzeugtabelle. Schnittgeschwindigkeit soll er 480 haben. Und jetzt habe ich hier unten meine berechnete Drehzahl und die kann ich über den Softkey 1 einfach übernehmen. Und jetzt steht sie hier mit drin. Das gleiche geht auch beim Vorschub. Schnittdatenrechner. Er übernimmt die Drehzahl, ich Anzahl der Zähne, ja, die habe ich ja in meiner Tabelle mit drinnen stehen und ich kann es auch direkt mit eintragen. Dann Vorschub pro Zahn mit 0,1 und er berechnet mir hier automatisch meinen Vorschub und ich kann ihn übernehmen. So, jetzt habe ich mein Werkzeug aufgerufen. Rufen als nächstes CycleDev, Taschenzapfen-Luten, da ist jetzt auch der Planfräszyklus mit drinnen. So, und jetzt Bearbeitungsumfang, das ist wie bei den Taschenfräszyklen auch, also 0, 1 oder 2. Frässtrategie, bis jetzt hatten wir hier die Möglichkeit 0, 1 oder 2 zu wählen. 3 und 4 ist jetzt neu, also 4 zum Beispiel von außen nach innen spiralförmig bearbeiten. Wählen wir hier mal die Möglichkeit 2. Fürs Absatzfräsen ist das recht praktisch. Fräsrichtung. Wir wollen entlang der Y-Achse fräsen. So, dann haben wir hier die Seitenlänge. Bei der Seitenlänge sagen wir jetzt, okay, das ist plus 50 und zweite Seitenlänge ist 100. Startpunkt dritte Achse ist 0 und minus 20.
bei der maximalen Zustelltiefe, da zählt jetzt einmal hier die maximale Zustelltiefe, aber der Zyklus schaut auch auf die maximale Schneidenlänge aus der Werkzeugtabelle, also L-Cuts. Also hier bin ich einfach doppelt abgesichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Werkzeug eingegeben habe, in der Werkzeugtabelle, ich habe eine Schneidenlänge von 2 mm und ich definiere hier im Zyklus 10 mm, dann würde ja bei mir der Schaft schon schneiden, also der Werkzeughalter würde dann schon am Material arbeiten. Deswegen reduziert der Zyklus dann meine Zustelltiefe auf 2 mm. Genau, den Vorschub fürs Fräsen übernehme ich mit F-Auto, fürs Schlichten auch und die Vorpositionierung mit F-Max. So, und jetzt kommt hier die Begrenzungen. Wenn ich 0 habe, habe ich keine Begrenzung, dann kann ich plan fräsen. Hier unten kann ich jetzt einfach die Begrenzungen einpflegen, wo ich denn eine Begrenzung haben will. Bei mir jetzt zum Beispiel minus 1, das schauen wir uns jetzt gleich an, was diese Begrenzung dann bewirkt. So, ich muss mich vorpositionieren auf x0, y minus 50, also Startpunkt von meiner Bearbeitung. Genau, dann wechseln wir kurz rüber. Okay, wir bekommen kurz eine Info, das ist die Bearbeitungsrichtung. Genau, da müssen wir das Ganze so machen, dass wir hier natürlich von außen nach innen arbeiten und nicht von innen nach außen, weil sonst würde er einmal einen Vollschnitt machen. Da warnt mich die Steuerung davor. Genau, jetzt ist das Ganze recht schnell gegangen. Ich mache es nochmal ein bisschen langsamer. Und hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, über den Potty hier die Simulationsgeschwindigkeit zu beeinflussen. 1:1. Und kann jetzt nochmal starten. Und kann jetzt hier eben sehen, wie er Schritt für Schritt das Ganze abarbeitet. Kann man jetzt hier noch die Bahnen anzeigen lassen, wie er fährt. Dann sehe ich schön, wie er immer wieder abhebt und nach vorne fährt. Kann mir das Ganze jetzt noch hier farbig hinterlegen. Könnte zum Beispiel auch eine Werkstücktransparenz noch einrichten. Und ich kann mir auch noch meine Werkstückkanten anzeigen lassen. Und dann sehe ich hier schön, wie er den Absatz nach unten fräst. Kannst du dann hier jetzt noch mit der Geschwindigkeit nach oben gehen. Und hier sehe ich jetzt meinen Absatz komplett bearbeitet. Genau. Dann gibt es jetzt natürlich auch, jetzt möchte ich hier oben zum Beispiel noch ein paar Bohrungen setzen. Dazu schaue ich erstmal in meiner Werkzeugtabelle, dass hier auch die Daten richtig stimmen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Verwenden wir das Werkzeug 64, dann schauen wir mal, ob hier ein T-Engel mit drinnen steht. Aha, da haben wir noch keinen T-Engel mit drinnen. Dann schreiben wir den T-Engel mal mit rein, 90 Grad. Okay. Dann rufen wir hier Tool Call 64 auf. Definiere meinen Bohrzyklus. Und hier sehen wir jetzt eben diesen Sprung ins Handbuch mit dabei, wo ich mir eben mal die ganzen Parameter nochmal anschauen kann. Was macht er denn? Was ist denn der Sicherheitsabstand, die Tiefe? Oder ich kann auch einfach einen anderen Zyklus hier auswählen. Also Zyklus 200, 20 mm tief. Das übernehmen wir jetzt einfach mal hier so und sagen, ja, das war noch der NC-Anbohrer, das sind 20 mm ein bisschen zu viel. Da machen wir 5 mm. So, und dann können wir jetzt hergehen und über verschiedene Möglichkeiten ein paar Bohrungen setzen. Ich mache jetzt mal eine klassische Möglichkeit, und zwar über Polarkoordinaten. Der Radius ist 40, der erste Winkel ist dann bei 120. Genau, dann können wir hier einfach noch ein bisschen 180 und auf 230, dann setzen wir einfach mal drei Bohrungen hier und ich kann das Ganze wieder simulieren lassen und sehe jetzt hier eben meine Zentrierung, die ist schon ein bisschen tief, aber man sieht eben hier
auch sauber, dass er diesen Spitzenwinkel darstellt vom NC-Handbohrer. Und ich kann jetzt hier darauf reagieren und kann sagen, ja, das war jetzt doch ein bisschen tief, was ich hier zentriert habe. Lass mir mal 2 mm tief das Ganze machen. Und dann geht es auch. Was wir hier jetzt sehen, diese Facettierung, das ist jetzt die Auflösung von meiner Grafik. Und zwar sehen wir hier unten 4 Punkte, also das Maximale, was von der Auflösung her geht. Ich schalte jetzt einfach mal um über Mode. Modellqualität niedrig. Übernehmen. Okay. So, und jetzt kann ich einfach über Reset und Start das Ganze nochmal machen lassen. Und wir sehen jetzt aber hier, diese Facettierung ist deutlich größer geworden. Aber dadurch wird meine Bearbeitung, die Simulation schneller. Ich kann auch hergehen und kann mir zum Beispiel ein paar Drehbearbeitungen simulieren lassen. Also hier sehen wir jetzt eben diese Auflösung, diese niedrige Auflösung. Ich bekomme oben die Information, aufgrund der Schneidengeometrie bleibt des Werkzeuges bleibt Restmaterial stehen. Das wird jetzt einfach weggearbeitet durch meine Anstellung. Wir sehen es hier, die Bearbeitungswege, wo er eben immer wieder rangefahren ist und runter und einmal weiter. Und dann kann ich das Ganze noch fertig bearbeiten lassen, Innenbearbeitung, Außenbearbeitung und kann mir das Ganze hier sauber anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier, das schaut jetzt ein bisschen viel aus, diese ganzen Bahnen, die kann ich mir einfach ausblenden lassen. Und dann habe ich hier meine Datei, mein Bauteil, aber in der niedrigsten Auflösung. Ich kann das Ganze jetzt nochmal machen mit der höchsten Auflösung, auch mit der mittleren Auflösung. Und dann braucht er etwas länger zum Simulieren, aber dadurch habe ich auch eine bessere Auflösung von meinem Bauteil. Genau, hier wieder der Stopp wegen der Rohteilnachführung und dann geht es hier weiter. Und auch meine Gravur kann ich alles darstellen lassen. So, was natürlich immer interessant ist, ist das Thema Schwenkbearbeitung simulieren. Hier kann ich jetzt einfach einen Teil, Keil heißt es, und hat er hier kurz das Reset-Programm fehlt ihm, dann schreiben wir ihm das kurz noch mit rein. Nehmen wir das kurz noch mit. Schauen wir mal, wo er hier noch fehlt. Das ist in dem Ordner hier drüben. Gut, dann machen wir das. So, der Keil. Dateiauswahl. Wo ist denn unser Reset? Gut, wenn es da nicht ist, dann schreiben wir es einfach schnell wieder rein. Okay. Dann Set.h. So. Okay, das war jetzt kein getestetes Programm. Dann schauen wir mal schnell auf die, genau, können wir hier nochmal schnell durchschauen. Dann auch hier zum Beispiel ein Drehprogramm, wo man hier einfach mal durchlaufen lassen kann, wo man das Ganze hier sehr schön sieht. Also was ich jetzt hier auf dieser ganzen Präsentation hergezeigt habe, war der Softwarestand 04 von der TNC 640. Also dieser Softwarestand ist seit 2014, jetzt seit Anfang 2014 verfügbar. Wenn Sie hier
nähere Informationen brauchen, können Sie uns gerne kontaktieren. Also entweder hier in die entweder in die CNC Arena schreiben oder Sie schicken eine E-Mail an die 3103@heidenheim.de. Wenn Sie das Ganze, die TNC 640, auf einer Maschine sehen wollen, dann können Sie uns entweder hier auch die Schulungsgebäude bei einer Schulung besuchen oder Sie kontaktieren einfach Ihren Maschinenhersteller und fragen danach, wie es aussieht mit der Software 4 für die TNC 640. So, jetzt ist wieder Zeit für die Fragen. Ich schaue mal kurz, was noch an Fragen mit reingekommen ist. Aha, genau, ist schon ein bisschen was mit dabei. Die Drehzahlbegrenzung für die Spindeldrehzahl im Fräsbetrieb. Für diese die Drehzahlbegrenzung für die Frässpindel, da kann ich den Parameter S-Max verwenden aus meiner Werkzeugtabelle. Also wenn ich eine Drehzahlbegrenzung im Fräsbetrieb haben möchte, dann kann ich die S-Max-Einstellung aus meiner Werkzeugtabelle verwenden. So, der Christian Wedening hat noch gefragt, können die Einträge in der Werkzeugtabelle auch direkt durch ein extern erstelltes CAM-Programm getätigt werden, damit die im CAM-Programm hinterlegten Werkzeugdaten an die Maschine mitgegeben werden? Das kann man natürlich machen. Also es gibt hier Möglichkeiten, über die Funktion TNC Command einfach Dateien auf die Steuerung automatisiert übertragen zu lassen. Warum muss man im Einzelsatz nach der Durchführung des Satzes interner Stopp, jetzt muss ich nochmal schauen, der Herr Peter Lüttich, warum muss man im Einzelsatz nach der Durchführung des Satzes interner Stopp drücken, um aus dem Programm auszusteigen? Das war noch die, ich schaue mal kurz rein, ob das hier noch auf dem Stand der Fall ist. Schauen wir mal kurz unser Programm mit rein. Okay. Dann lassen wir es mal kurz laufen. Genau, dann wechsle ich in den Einzelsatz. Lass ihn hier den Satz noch abarbeiten. Also ich kann hier ganz normal rauswechseln, muss natürlich warten, bis dieser eine Satz hier beendet ist und dann geht es wieder weiter. Aber dann kann ich ganz normal hin und her wechseln. Also das ist jetzt auch wieder Standardsoftware 4. So, wo haben wir jetzt die Fragen? So, hier sind die Fragen. Schauen wir mal, was noch mit dabei ist. Okay. Kann man im Punktemuster einzelne Bohrungen ausblenden? Das geht noch nicht. Wenn ich hier, also ich kann in dem normalen Punktemuster, also Zyklus 220, 221, nichts ausblenden. Also da haben wir noch nicht die Möglichkeit, ich kann aber bei einer Bohrung einsteigen, aber ich kann noch keine Bohrungen ausblenden. So, der Herr Matthias Kleber fragt, woran erkenne ich, ob eine Grunddrehung aktiv ist? Das erkenne ich an einem Symbol. Ich schalte dann gleich um. Ich mache zuerst noch schnell vom Herrn Peter Lüttich die Frage und jetzt in den manuellen Betrieb wechseln. Schauen wir mal, was er macht. Manueller Betrieb. Okay, dann muss ich zuerst interner Stopp und dann kann ich in den manuellen Betrieb wechseln. Genau. Gut, hier müsste man sich den Anwendungsfall anschauen. Also da können Sie auch gerne mal bei uns die Helpline mit kontaktieren und können uns den Anwendungsfall einmal anschauen, wo man das dann wie verwenden kann, damit man das Ganze hier mit verwenden kann. So, und nun die Frage noch zu meiner Grunddrehung. Also ich bin im manuellen Betrieb. Und ich speichere jetzt einfach mal eine Grunddrehung ab. Antasten Rotation. Gebe einen Drehwinkel ein hier.
und sage Grunddrehung setzen. Und jetzt sehen wir hier unten schon das Symbol für die Grunddrehung. Also so wird die Grunddrehung angezeigt. Und Grunddrehung muss ich immer beachten. Grunddrehung ist übers Ausschalten der Maschine hinaus aktiv. Also muss ich eben darauf achten, wenn ich die Grunddrehung nicht mehr brauche, dass ich sie dann einfach ausschalte und wieder normal weiterarbeite. So, soweit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hoffe, dass ich Sie mit diesem Webinar über die TNC 640 ein bisschen mehr informieren konnte und freue mich aufs nächste.